das Funktionsprinzip eines elektromagnetischen Lautsprechers, nämlich die Kraftwirkung auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld, führt uns schon einen großen Schritt in Richtung der Funktion von Elektromotoren. Bevor wir aber näher darauf eingehen, wollen wir noch einen kurzen Blick in die Vergangenheit, auf die Anfänge der Elektromotoren werfen, circa Ende des 19. Jahrhunderts. Da es sich um Maschinen handelte, die noch keiner jemals vorher gebaut hatte und über die keinerlei Erfahrungen vorlagen, wurde natürlich alles Mögliche ausprobiert und manche Idee stellte sich dann später als Sackgasse heraus. Dampfmaschinen gab es schon seit Anfang des 18. Jahrhunderts und sie waren im 19. Jahrhundert der am häufigsten eingesetzte Antrieb in Industrieanlagen. Was lag also näher, als einen Elektromotor so zu konstruieren wie eine Dampfmaschine? Das ist hier oben bei diesem Motor der Fall. Statt des Dampfzylinders wurde ein Elektromagnet eingesetzt, hier, der durch vom Schwungrad betätigte Kontakte ständig automatisch umgepolt wurde. Also hier sind die Kontakte, sodass er den Kolben der Pleuelstange, das was wir normalerweise als Anker bezeichnen in der Elektrotechnik, abwechselnd vor und zurück bewegte. Über die Pleuelstange wurde dann die Hin- und Herbewegung auf das Schwungrad übertragen und in eine Drehbewegung umgesetzt. Die Idee hat sich nicht durchgesetzt und viele andere Entwickler kamen auf die Idee, die gewünschte Drehbewegung direkt ohne Umweg über die Linearbewegung zu erzeugen. Beim Benzinmotor ist die Entwicklung, wie wir wissen, völlig anders verlaufen. Selbst heute, mehr als 100 Jahre nach Erfindung des Ottomotors, haben Benzinmotoren noch Kolben, deren Linearbewegung in eine Drehbewegung umgesetzt werden muss. Die Idee des Wankelmotors, der direkt eine Drehbewegung erzeugt, hat sich nicht durchgesetzt. Da wir vor einem Zeitalter der Elektroantriebe in Autos stehen, wird sich das wohl auch nicht mehr ändern. Nicht allzu bekannt ist die Tatsache, dass Elektroautos keine Erfindung der Gegenwart sind, sondern ihre Entwicklung verlief praktisch parallel zur Entwicklung der Elektromotoren. Elektroautos hatten ihre Blütezeit etwa von 1896 bis 1912. In den USA waren um 1900 40% der Automobile dampfbetrieben, 38% batteriebetrieben und nur 22% waren Benzinfahrzeuge. Im Jahr 1912 bauten in den USA 20 verschiedene Hersteller 33.842 Elektroautos. Nach 1912 ging der Boom der Elektroautos zurück. Verantwortlich dafür war die größere Reichweite der Benzinautos und die inzwischen gefallenen günstigen Benzinpreise. Wäre man seit damals bezüglich der Elektroautos am Ball geblieben, wäre die Technik heute auf diesem Gebiet erheblich weiter. Insbesondere die Reichweite der Elektroautos hat seit damals noch keinen Quantensprung gemacht. Warum nun auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld eine Kraft wirkt, wie beim Lautsprecher, ist hier zu sehen. Der Leiterstrom ist in die Zeichenebene hineingerichtet. Nach der rechten Handregel erzeugt er also ein Magnetfeld, das konzentrisch im Uhrzeigersinn um den Leiter herum verläuft. Auf der linken Seite des Leiters sind das Feld des Leiters und das äußere Feld des Permanentmagneten entgegengesetzt gerichtet. Dort heben sich die beiden Felder also teilweise auf, während sie sich rechts vom Leiter verstärken. Dieses verstärkte Feld
übt eine Kraft auf den Leiter aus, so dass er nach links ausweicht. Man nennt diese Kraft Lorentzkraft. Zur Ermittlung der Richtung dieser Kraft gibt es auch hier wieder eine Eselsbrücke, nämlich die linke Handregel. Berechnen lässt sich die Kraft nach der angegebenen Formel. Die Kraft ist also umso größer, je größer die äußere Flussdichte B, der Leiterstrom I, die wirksame Leiterlänge L, also die Länge des Leiterstücks, das sich im äußeren Feld befindet, und die Leiterzahl Z sind. Nach der Formel erhält man die Kraft in Newton, wenn man den Strom in Ampere, die Flussdichte in Voltsekunde pro Quadratmeter und die Leiterlänge in Meter einsetzt. Bringt man nun in das Magnetfeld eine drehbar aufgehängte Spule statt des einzelnen Leiters, die aber zunächst nur mit einer Windung ausgestattet ist, so gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Auf den linken Leiter, bei dem der Strom aus der Zeichenebene herausfließt, wirkt eine Kraft nach rechts. Auf den anderen Leiter, dessen Strom entgegengesetzt gerichtet ist, wirkt eine Kraft nach links. Da die beiden Leiter nur eine Drehbewegung machen können, wirkt sich nur der Teil der Kraft F aus, der tangential zur Drehbewegung gerichtet ist. Gemäß dem Zeigebild ist diese Tangentialkomponente Ft gleich F mal Sinus Alpha. Die Kraft ist also am größten, wenn die beiden Leiter senkrecht übereinander stehen, und am kleinsten, wenn sie die äußerste linke oder rechte Position einnehmen. Sobald die Spule, also der Rotor, sich so weit gedreht hat, dass Leiter 1 die äußerste rechte Position und Leiter 2 die äußerste linke Position erreicht hat, kommt die Drehbewegung zum Stillstand, da Leiter 1 nicht weiter nach rechts und Leiter 2 nicht weiter nach links wandern kann. Jetzt kommt der Polwechsler oder mit Fremdwort der Kommutator ins Spiel. Er polt nämlich, wie in der Zeichnung zu sehen ist, in dieser Rotorstellung den Strom um, so dass auch die auf die Leiter wirkenden Kräfte ihre Richtung ändern. Auf Leiter 1 also jetzt eine Kraft nach links und auf Leiter 2 eine Kraft nach rechts wirkt. Und die nächste halbe Umdrehung bis zum nächsten Polwechsel erfolgt. Ein Stillstand oder ein Zurückdrehen des Rotors in die falsche Richtung wird verhindert durch den Drehimpuls, mit dem der Rotor den toten Punkt überwindet. Bei allen mit Gleichstrom betriebenen Motoren ist ein Kommutator erforderlich. Verwendet man, wie in diesem Bild dargestellt, als Rotor eine Spule mit Eisenkern, so wechseln die Pole nach jedem Polwechsel. Weil sich gleichartige Pole abstoßen und ungleichartige anziehen, kommt eine fortlaufende Drehbewegung zustande. Die auf den Rotor wirkende Tangentialkraft hat je Umdrehung zwei Höchstwerte, so dass der Motor einen relativ unruhigen Lauf hat, vergleichbar etwa mit einem Zweitakt-Benzinmotor. Je mehr Pole der Rotor hat, umso ruhiger ist der Lauf, umso gleichmäßiger ist das Drehmoment, wie zum Beispiel bei einem Dreifach-T-Anker. Anker ist eine andere Bezeichnung für Rotor, insbesondere bei Gleichstrommotoren. Für einen Gleichstrommotor mit Dreifach-T-Anker
sind hier die Vorgänge für eine rote Umdrehung detailliert dargestellt. Die drei Spulen sind durch farbige Punkte, grün, gelb und blau, also diese hier, beziehungsweise hier, gekennzeichnet. An diesen Punkten kann man auch erkennen, an welchen Segmenten des Kommutators welche Spule angeschlossen ist. Die grüne Spule ist an den Segmenten 1 und 2 angeschlossen, die blaue Spule an den Segmenten 2 und 3 und die gelbe Spule an den Segmenten 1 und 3. Damit man die beiden Anschlüsse einer Spule wegen der Polarität unterscheiden kann, ist immer einer der beiden Kreise durchgestrichen. So liegt zum Beispiel im Bild 1, Ankerstellung 1, nur die grüne Spule an Spannung, im Bild 2 nur die blaue Spule, im Bild 3 nur die gelbe Spule, im Bild 4 wieder nur die grüne Spule, allerdings mit umgekehrter Polarität, im Bild 5 wieder die blaue Spule mit umgekehrter Polarität und im Bild 6 die gelbe Spule mit umgekehrter Polarität. Die in dieser Tabelle aufgeführten Begriffe und Motortypen werden in dem Elektronik-Tutorial 15.3 noch näher erläutert.